und herzlich willkommen. Grüß euch. Wir sind zwar noch bis Samstag in der Fastenzeit, aber unter anderem präsentieren wir Ihnen heute schon das Bier des kommenden Monats. Und das stammt natürlich vom Starkenberger. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Sehen Sie hier, was wir sonst noch vorbereitet haben. Wir gehen nach Mandarfen ins Innerbitztal und laden zum Schneefest ein. In einem Sportstudio berichten wir vom ersten Heimspiel des SC Imst und auf Starkenberg werden wir stacheln und zwickeln. Seien Sie gespannt, was das ist. Für den kulturellen Teil unserer Sendung sorgt einmal mehr die Galerie Theodor von Hörmann. Lieber Bernhard, wo sind wir denn da jetzt gerade? Ja, grüß euch alle miteinander. Wir sind hier auf der Brauerei Starkenberg. Wir befinden uns jetzt aktuell im Lagerkeller und das ist ein Teil von unserer neu angebotenen Stachelführung. Und wir werden da jetzt frisch ein Bier aus den Lagertanks zwickeln gehen. So, das sind unsere großen Lagertanks. Da befinden sich jetzt 70.000 Liter drinnen. Und wie gesagt, da erhält das Bier seine endgültige Reife. Und das ist schon so im Verhältnis sehr kleiner Zwickelhahn, so daher auch der Name. Und das Heimatbier braucht jetzt circa ungefähr nur eine Woche, bis es dann wirklich fertig ist. Und das sieht man sofort, wenn man mal ein frisches Bier zwickelt, einer typischen Trübe von einem Zwickelbier, von einem naturtrüben Bier. Und das befindet sich jetzt alles da drinnen. Und das ist da jetzt schon wie lang drin? Das wird jetzt ungefähr 3 bis 4 Wochen sein, braucht circa noch eine Woche, bis es dann wirklich fix und fertig ist. Aber man kann es jetzt schon trinken? Natürlich. Vom Geschmack her ist es noch bekömmlicher und es macht einen Unterschied durch die Hefe, was noch enthalten ist und ein bisschen weniger Kohlensäure noch und fürs Trinken noch ein bisschen harmonischer. Und jetzt in der letzten Woche, was verändert sich da noch? Es ändert sich geringfügig noch der Alkoholgehalt und was der Lagerprozess ist deswegen so wichtig, dass die schlechten Alkohole bei der Vergärung in guten Alkohole umgewandelt wird und ein gutes Bier braucht eben Zeit. Wie auch andere Lebensmittel ist das eben ein Schritt, den was man unbedingt machen muss und sollte für ein richtig gutes Bier. So, das war jetzt die Theorie und jetzt gehen wir in die Praxis. Zum Wohl. Zum Wohl. Super. Der Palmsonntag ist in Imst durch die wohl längsten Palmlatten Tirols geprägt. Obwohl heuer leider kein Gang übers Bergl stattfinden konnte, war der Palmsonntagsgottesdienst sehr gut besucht. Für uns gab es einmal etwas andere Bilder. Palmsonntag in Imst bei dichtem Schneefall. Zum Wohl. Zum Wohl. Palmsonntag in Imst. Heute ist es noch ruhig am Vorplatz der Imster Kirche. Übrigens das erste Mal seit 23 Jahren, seit ich hier filme, ist es mir gelungen, als Erster hier zu sein. Alles ist vorbereitet, nur das Wetter, das scheint überhaupt nicht in Palmsonntagsstimmung zu sein. Die Becklatte, allen voran Emil Bergtold, er trägt schwer an seiner Verantwortung. Sie sind die Ersten, die den Kraftakt des Aufstellens angehen. Noch sind es viele, aber dann dürfen nur mehr 10 mithelfen. Das gilt für alle gleich. Du hast deine Probe nicht so schon mit, ha? Komm, Pfeil aufnehmen!
Das Aufstellen hat sich in den vergangenen Jahren etwas verändert. Sicherheit steht an erster Stelle und Gott sei Dank ist schon lange nichts mehr passiert. Gefährlich bleibt es allerdings allemal. Und dann ist es passiert. Die Zewischlatte hat der Belastung nicht standgehalten. Beim Aufprall ist dann auch noch der oberste Teil abgebrochen. In diesem Fall hat man leider keine Chance auf eine schnelle Reparatur. Der Schneefall ist ebenfalls etwas stärker geworden. Das verheißt nichts Gutes für den Gang übers Bergl.
Und so stehen heuer nur 4 Latten vor der Kirche. Ach nein, die Zewisch stellen doch noch eine etwas kleinere auf. Aber jetzt ruft die Kirche zur Palmsonntagsmesse. Mit der Feier des Palmsonntags treten wir ein in die heilige Woche. Es gibt heute also einen Spannungsbogen zwischen Hosianna und kreuzige ihn, zwischen Jubel und Freude und Trauer. Wir haben uns in den zurückliegenden Tagen dieser österlichen Bußzeit durch Umkehr auf die Feier der Karwoche vorbereitet. Mit Jesus wollen wir jetzt gemeinsam seinen Weg des Leidens gehen. Aber wir tun es in der Hoffnung, einst in der Herrlichkeit Jesu Anteil an seiner Auferstehung zu erhalten. Ihr habt alle schöne Palmlatten, Palmstangen, Palmbuschen mitgebracht. Und üblicherweise werden diese ja auf dem Weg der Prozession gesegnet, weil das Wetter heute aber nicht zu einer Prozession einlädt. Deswegen machen wir das hier in der Kirche. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen?
Sie aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Die Soldaten führten ihn ab in den Hof hinein, der Prätorium heißt. Da riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Er brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Es ist schon lange her, dass die Prozession übers Bergl ausgefallen ist. Die letzten Jahre hatte man halt mit dem Wetter mehr Glück. Dennoch, auch heuer geht man den kurzen Weg, zumindest mit den langen Latten, durch die Vogelhändlergasse, hinüber zum Stapf und dann hinunter zum Vorplatz des Gasthof Hirschen. Dort muss ja noch gemessen werden. Ja, heuer war es eine eindeutige Geschichte mit der längsten Palmlatte in Imst, muss man wirklich sagen.
weil ab und zu muss man einmal den Bogen aufmachen, dass man sieht, ob die Länge nachher doch unterschiedlich ist. Aber heuer ist es ganz klar, dass die Roland Scheller das gewonnen haben und ich kann recht herzlich gratulieren. Aber es ist immer wieder, glaube ich, wichtig, dass die Jugendlichen, Kinder mitmachen und Spaß haben beim Baumlattenbauen. Das ist halt in Imst der Tradition und da sind wir ganz stolz drauf. Ja, es hat gestern noch recht gut ausgeschaut, aber heute hat es sich doch ein bisschen verändert, dass es einen leichten Schneefall gegeben hat und im Zuge der Sicherheit oft einmal übers Bergl, wenn es irgendwie rutschig ist, dass man sich nicht verletzt, hat man gesagt, dass man nicht übers Bergl geht, aber natürlich das traditionelle Baumlattenmessen vom Gasthof Frisch haben wir auf alle Fälle durchgeführt und einen eindeutigen Sieger gekürt. Jetzt haben wir ja eine ganze Woche Zeit, um das Bergl gehen. So ist es jetzt oftmals, dass sich das Wetter wieder ein bisschen verbessert und verändert, dass die Leute die Woche über das Bergl gehen können und nachher zum Schluss ein schöner Ausklang ist zum Osterfest. Ja, wir verkaufen Kuchen von den Firmlinge in Imst. Da und Firmlinge ja, 70 Firmlinge sein. 70. 70 Firmlinge? Ja. Und was passiert mit den Einnahmen? Die werden für einen guten Zweck benutzt. Für Tiroler Familien. Und für den Gazastreifen. Haben Sie gekauft? Ja, geht schon. Das ist schon ein Schneid. Lieber Bernhard, ich sehe jetzt, da stehen ein paar Sachen vor uns. Den Begriff Stacheln habe ich gehört. Was genau ist das? Also Stacheln ist ein alter Begriff und der stammt ursprünglich, also erste belegbare Quellen gibt es vom 18. und 19. Jahrhundert, wo man diese Tradition vom Stacheln beschrieben hat bei den Hafenarbeiter im industriellen Großbritannien, aber auch bei den Glasbläser im Bayerischen Wald. Aber viele Historiker sind der Meinung, dass das wesentlich älter ist und im Mittelalter bei den Schmiedezünften zu finden ist, wo man bereits seit Bier in den Wintermonaten gestachelt hat. Jetzt ist das Stacheln schon so alt, aber seit wann macht es das da im Starkenberg?
Wir machen das seit diesem Jahr, also wir bieten seit diesem Jahr diese speziellen Stachelführungen an, wo wir eben unser Bier stacheln dürfen. Und früher, wie gesagt, das ist ein bisschen verloren gegangen, diese Tradition. Das haben die Schmiede im Mittelalter gemacht. Ursprünglich ist das auch aus der Notwendigkeit, aus der Not heraus ein bisschen entstanden, weil es war so, dass die Schmiede haben dürfen in die Wintermonate ihr Gewerk fortführen, weil die Esse war warm genug, dass er auch den Schmied wärmt. Aber der Schmied hat immer in der Nähe von seiner Werkstätte ein Bier gehabt. Aber das mit der Zeit droht es ihm einzufrieren. Und was macht der Schmied? Er nimmt seinen Schürhaken aus der Esse, taucht es für kurze Zeit in das Bier, um das warm zu halten. Also warm ist vielleicht falsch gesagt, um das flüssig zu halten, weil warmes Bier wollte man trotzdem nicht. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, das weiß man nicht genau, weil sich eben der Geschmack sehr stark verändert und auch der Duft vom Bier selber. Jetzt hast du es schon ein bisschen erklärt, aber kannst du uns nochmal kurz sagen, was man da jetzt genau dann wirklich macht? Mhm. Also heute haben wir keinen Schürhaken mehr. Wir haben spezielle Stachel, so nennt man das, da kommt der Begriff her. Der wird jetzt warm gemacht, also wie gesagt, früher beim Schmied in der Esse, das sind ungefähr 800, 900 Grad. Das machen wir heute bei unserem Bunsenbrenner, in unserer kleinen Vorrichtung. Das dauert ein wenige Minuten und dann wird der Stachel für kurze Zeit, wie gesagt, in das Bier gedunkt und dann aber sofort wieder herausgenommen. Und kann man das mit jedem Bier machen oder braucht es da auch irgendwie irgendein besonderes Bier? Wie ist das? Es braucht ein besonderes Bier. Wie gesagt, früher war das im Winter und die Winterbiere, die waren teils stärker, also auch Starkbiere, aber sie haben mehr Malzzucker gehabt. Das erkennt man sofort an der Stammwürze. Umso mehr Stammwürze, umso mehr Malzzucker ist drinnen, umso besser ist das Bier geeignet zum Stacheln. Das wäre jetzt bei uns zum einen der Feschbock, ein typisches Winterbier, und zum einen aber auch da das Starkenberger Goldspezial Dunkel. Wie der Name sagt, ein dunkles Bier mit mehr Stammwürze und die sind sehr gut geeignet. Was man nicht verwenden sollte, sind stark gehopfte Biere, weil die sind von Haus aus sehr bitter und durch das Stacheln werden die nur noch bitterer und ja, vielleicht nicht ungenießbar, aber unbekömmlich wird das Bier dann durch das Stacheln. Okay, danke für die super Erklärung. Und habe ich das richtig verstanden? Nach dem Stacheln ist das Bier dann süßer? Ja, es ist süßer und am Anfang merkt man sofort vor dem Trinken selber diesen Duft vom Bier. Es ist sehr malziger Duft, es ist ein sehr süßlicher Duft und dieser Duft aktiviert auch die Geschmacksrezeptoren im Mund und Nase und so wird dieses Biererlebnis noch einmal was Besonderes. Das Bier selber ist noch sehr fein kalt. Also die Temperatur ändert sich nur geringfügig, aber auch der Malzzucker und das Bier selber verändert sich einfach in seinem Charakter. Okay, und können wir das jetzt mal ausprobieren? Natürlich. Ja, super. Wir haben jetzt unsere Stachelvorrichtung. Die Stachel haben wir schon drinnen. Und jetzt brauchen wir natürlich viel Hitze. Ich habe einen Bunsenbrenner versteckt. Mit erschrecken. Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis wir wirklich die Temperatur, was wir wollen, erreichen. Der Stachel sollte glühen, also wenn man das zu Hause nachmacht, sollte das Metall wirklich schön glühen können. Wie viel Grad, auf wie viel Grad erhitzt man das da ungefähr? So in etwa 800 bis 900 Grad Celsius. Okay. So, da Walter Bernhard jetzt die Stacheln erhitzt, machen wir den nächsten Beitrag. Der Ostermontag ist im Innerpitztal seit Jahrzehnten der Tag der Mandarfner Wirtsleute. Sie organisieren das Schneefest. Der Gletscher startet zu dieser Zeit skitechnisch noch einmal kräftig durch. Während andere Regionen schon beim Warten ihrer Anlagen sind, ist am Gletscher noch Hochbetrieb. Zurzeit sogar mit täglichem Neuschnee. Wenn man Winter sucht, wenn es nirgendwo gibt, ist er bei uns da. Ganz genau. Da auf 1700 Metern noch tiefster Winter und bei uns geht es ja auch bis 3440 Meter. Wir haben aktuell noch perfekte, sensationelle Bedingungen zum Skifahren, zum Skitouren, zum Langlaufen. Der Winter ist im Pitztal zu Hause. Wenn man hinten schaut, im Mittelberg, mir kommt vor, es kriegt alle wieder Neuschnee. Ja, es hat immer wieder Neuschnee gegeben, aber ich habe gesagt, es ist generell vom Niederschlag her war es ja sehr
ergiebig sage und bei uns eben zum Glück meistens in Form von Schnee. Was können wir erzählen über die Saison bis jetzt? Ich sage, wir sind zufrieden, es war eine gute Saison und wie gesagt, der Abbruch wird zum Schluss bei mir immer sagen, wir haben ja noch 6 Wochen vor uns und wir hoffentlich noch auf ein starkes Finale. Was kann man noch erleben bei euch da? Was ist noch im Betrieb? Aktuell sind alle Anlagen im Betrieb natürlich, wie gesagt, bei besten Verhältnissen. Riffel sind wir bis 7. Mai, 7. April offen und am Gletscher bis 5. Mai. Wir haben ja Ostermontag am Fixtermin bei euch erinnern. Da gibt es den ersten Grund, wo man richtig feiern kann. Genau, traditionell das Schneefest am Andarfener Wirtsleute am Ostermontag. Auch heuer wieder mit einem tollen Programm. Man kann es natürlich im Vormittag mit einer kleinen Skitour oder mit einem Skitag verbinden und am Nachmittag eben am Festplatz. Abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Top Musikbands da und wie gesagt, ein Programm für Kinder und für Erwachsene. Ich sage es ja immer wieder, andere Orts haben da Saisonschluss, da geht es bei euch nochmal richtig durch. Ganz genau, also wie gesagt, da starten wir dann in unser Finale sozusagen. Wir haben im ganzen April, wie erwähnt, am Gletscher geöffnet. Jeden Samstag bieten wir heuer, speziell für die Skitourengeher, Frühfahrten an, da kann man nachher um 19:30 schon aufgefahren und kann man natürlich die Verhältnisse noch besser ausnutzen. Weil ich gerade den Skifahrer nebenan sehe, wir haben jetzt bald 4 Uhr Nachmittag. Die Sonne scheint bei euch auch schon ziemlich rot drauf, aber der Schnee ist noch nicht faul. Da merkt man die Seehöhe, oder? Ganz genau, da merkst du einfach jede 100 Höhenmeter merkst du und am Gletscher ist wirklich ohne Übertreiben am Nachmittag noch Pulverschnee. Weil man da hinten die ganzen Spuren sieht vom Mittagskogel an. Touren gehen, natürlich auch ein Highlight bei euch. Richtig, ich sage, es geht jetzt schon los am Riffelsee, ein beliebter Ausgangspunkt, K2. Rostitzkogel, diese Touren und natürlich am Gletscher, wie gesagt, bis im Mai eine kann man perfekt die Bahn als Aufstiegshilfe sozusagen nutzen für die ersten 1000 Höhenmeter und nachher geht man mit den Ski weiter. Wildspitz, Fernerkogel, unzählige Möglichkeiten am Gletscher oben noch. Da sehen wir uns spätestens beim Schneefest, oder? Jawohl, wir taten uns freuen, wenn du wieder kommst, Manfred. Ich darf vielleicht auch noch gleich eine Einladung aussprechen, weil es auch traditionell ist, unser Tourismus-Dankgottesdienst. Den haben wir heuer wieder am 21. April mit dem Dekan Angermeier. Ist einmal ein sehr schöner Anlass. Und wir haben jetzt uns vorgenommen, heuer die Saison einmal ein bisschen mit einem Partyknall ausklingen zu lassen. Am 4. Mai haben wir die Ö3-Disco bei uns am Gletscher oben zu Gast. Da gibt es dann auch einmal ein Highlight zum Saisonabschluss auch am Gletscher. Diese Messe ist auch am Gletscher, in der Kapelle des Weißen Lichts, oder wie heißt sie? Ganz genau, ist die Kapelle des Weißen Lichts. Da haben wir eben traditionell diesen Tourismus-Dankgottesdienst, 21. April. Und am Samstag, den 4. Mai, gibt es noch die Schnelle Brille. Wir prämieren die heißeste Schnelle Brille. Juxrennen auf der Tubingbahn mit tollen Sachpreisen. Unser Motto, Hashtag Schnelle Brille. Wie lange dauert denn das jetzt noch ungefähr, bis wir die Temperatur erreicht haben? Ja, es dauert schon seit Zeit, ungefähr so 8 Minuten wird es dauern, bis wir dann endgültig die Temperatur vom Stacheln erreicht haben und das Bier dann stacheln dürfen. Dann können wir jetzt noch schnell unseren nächsten Beitrag machen. Jetzt meldet sich die Wirtschaft wieder zu Wort. Natürlich gibt es auch rund um das Osterfest alles, was man braucht aus der Region. Zum Wohl! Könnte ist das Genie unter den Worten, das sein Potenzial nicht nutzt, und hätte ist seine späte Reue. Einfach zum Nachdenken. Herbert Kuhn, Uhren und Schmuck im FMZ in Imst, weil es was wert ist. Hoppra Badart. Ihr Ansprechpartner für Fliesen, Naturstein und Sanitärausstattung. Besuchen Sie uns in unserem Schauraum in Imst. Setz Wellnessbereiche direkt im gut erreichbaren Industriegebiet von Imst. Wir planen, installieren und betreuen sämtliche Elemente, die eine gute Wellnessanlage ausmachen. Uns ist kein Auftrag zu klein, aber auch keiner zu groß. Von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Montage
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand, mit Leidenschaft und Kompetenz. Setz Wellnessbereiche. Seit über 25 Jahren Qualität aus Meisterhand. Ihre Wolf-Tankstelle an der Bundesstraße und Langgasse in Imst. Bei weitem mehr als nur tanken. Und nicht vergessen, Gutmann-Gutscheine bei allen Wolf-Tankstellen in Imst. Neues von Starkenberg. Der Rampenverkauf geht weiter. Von Montag bis Freitag täglich von 10 bis 17 Uhr. Nie in Aktion, aber immer zum Superpreis. Eine Kiste Lager 0,5 Liter, 15,90 Euro. Unser Hit 9 plus 1. Eine Kiste gratis. Und es gibt noch den Starkenberger Bierpass. Jede 13. Kiste ist gratis. Starkenberger, Tirol sei Bier. Du Mike, ich sehe da gerade 4 Meisterbriefe hängen da. Hast du wirklich 4 Meister in deinem Betrieb? Ja, insgesamt bin ich ein bisschen stolz drauf. Haben wir 4 Meister im Betrieb, die tätig sind. Es ist natürlich wichtig, wir haben nicht nur einen Vertrieb an Fahrzeugen, sondern wir haben auch eigene Werkstätte, Spenglerei und Lackiererei. Und das ist natürlich wichtig, dass der Kunde rundum versorgt ist mit Versicherungsabwicklungen und dergleichen, Service und natürlich auch die Garantien dazu. Und ja, und so glaube ich, dass wir das recht gut im Griff haben. Und wenn auch Sie in Zukunft ein Teil vom Autohaus Griesmer sein möchten, dann bietet sich jetzt die Gelegenheit dazu. Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams Kfz-Spengler und Lackierer. Kfz-Spengler und Lackierer Lehrlinge. Bewerbungen mit Unterlage bitte an Autohaus Griesmer GmbH und Co. KG Hauptstraße 71 64 64 Tarrenz. Oder Sie rufen uns einfach an. Auf Ihre Bewerbung freut sich das Autohaus Griesmer in Tarrenz. Restmüll umfasst all jene Abfälle, die nicht recycelbar sind, also nicht getrennt gesammelt werden können. Dazu gehören beispielsweise Hygieneartikel, Windeln und Staubsaugerbeutel. Um Restmüll richtig zu entsorgen, empfehlen wir die Verwendung einer Restmülltonne. Diese können bei den örtlichen Entsorgungsunternehmen erworben werden. Achten Sie darauf, dass der Restmüll gut verpackt ist, um Geruchsbelästigungen und Verschmutzungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie auch, dass Werkstoffe wie Plastikflaschen, Papier, Karton, Metall, Elektrogeräte oder Glas nicht im Restmüll landen dürfen. Komprimieren Sie den Restmüll vor der Entsorgung, um Platz zu sparen und weniger Müllsäcke oder Tonnen zu verwenden. Dadurch tragen Sie zur Reduzierung des Müllaufkommens und zum Schutz unserer Umwelt bei. Bei Fragen zur richtigen Entsorgung unserer Abfälle hilft die Abfallberatung der Gemeinde. Die Berater sind richtige Profis und helfen gerne. Recycling. Einfacher Umweltschutz, der wirkt. Wenn Sie wissen möchten, was es sonst noch Interessantes aus der vergangenen Woche gibt, dann sollten Sie die Rundschau lesen. Hier ein paar Ausschnitte. Herzlich willkommen zu Kurz notiert, dem Newsflash Ihrer Rundschau. Umfangreich zeigte sich der Jahresbericht von Stadt- und Bezirksfeuerwehrkommandant Roland Donner. Die Imster Stadtfeuerwehr, die aus insgesamt 126 Mitgliedern besteht, leistete im vergangenen Jahr in Summe 218 Einsätze. Davon 31 Brandeinsätze, 10 Brandsicherheitswachen, 118 technische Einsätze und 59 Fehlalarme. In der Waldstraße in Imst wird von der Digewosi in Abstimmung mit der Stadtgemeinde eine wohnbaugeförderte Mietwohnanlage mit 24 Mietwohnungen errichtet. Vergangene Woche fand die Fürstfeier statt. Leistbares Wohnen wird in Imst somit weiter gefördert.
Kürzlich begrüßte Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Gudrun Hofmann Helmut Falkner offiziell als neuen Bürgermeister-Stellvertreter der Gemeinde Umhausen. Die offizielle Angelobung fand in den Räumen der Bezirkshauptmannschaft Imst statt. Am vergangenen Spieltag der Regionalliga West sorgten die SBG Silz-Mötz und der SC Imst für Spannung und Unterhaltung. Die beiden Teams konnten wichtige Punkte einfahren, jedoch verliefen ihre Spiele mit unterschiedlichen Ausgängen. Silz-Mötz siegte überzeugend mit 4:2 gegen den DSV St. Johann, während Imst trotz eines Brandl-Hattricks und der 3:1 Führung gegen den FC Pinzgau aus Saalfelden in der Schlussphase den Sieg noch aus der Hand gab und sich mit einem Unentschieden begnügen musste. Der Fußgängerzonentest in der Malzerstraße im vorigen Sommer fand überwiegend Zuspruch. Befragt wurden 221 Passanten, von Anwohnern kamen 72 Fragebögen retour und von Unternehmern 36. Den größten Anteil an Skeptikern haben die Unternehmer. Von einer Ganzjahresfußgängerzone ist in Landeck jedenfalls noch nicht die Rede. Alle Details zu diesen und viele interessante andere Nachrichten finden Sie auch diese Woche in Ihrer Rundschau, der Oberländer Wochenzeitung. Die Städtische Galerie Theodor von Hörmann zeigt zurzeit anlässlich ihres 85. Geburtstags Adelheid Schmidnuss. Die gebürtige Münchnerin lebt in Sils und zeigt durchwegs Arbeiten aus dem vergangenen Jahr. Zur Ausstellung Ein Leben durch die Kunst der Künstlerin Adelheid Schmidnuss anlässlich ihres 85. Geburtstags. Herzlich willkommen und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie da sind. Wir eröffnen heute die Ausstellung der Adelheid Schmidnuss. Ein Leben durch die Kunst heißt die Ausstellung, der Titel der Ausstellung, und die Adelheid Schmidnuss hat ihren 85. Geburtstag gefeiert und zu diesem Jubiläum hat sie eben heute die Eröffnung ihrer Ausstellung. Die Frau Schmidnuss hat sich sehr gewünscht, dass auch ihre langjährige Wegbegleiterin Ursula Beiler mit ihr gemeinsam ausstellt. Und daher ist sie als Gastausstellerin mit dabei und zeigt ihre Arbeiten im hintersten Raum der Galerie. Das Kulturreferat ist ja momentan dabei, eigentlich das Jahr zu organisieren. Können wir schon einen kleinen Ausblick machen, was uns erwartet, oder gibt es Geheimnisse? Nein, Geheimnisse gibt es keine. Es ist kein Geheimnis. Es hat einen Entwicklungsprozess gegeben mit der Tiroler Kulturinitiative. Und da haben wir jetzt ganz fest an einem bisschen Jahresprogramm gearbeitet. Und das werden wir jetzt dann demnächst präsentieren. Adelheid Schmidnuss wurde am 17. Februar 1939 in München geboren. Ihre Mutter stammte aus dem Pötztal und war als junges Mädchen nach München gekommen, um Friseuse zu werden. Binnen kürzester Zeit schuf sie sich ein kleines Imperium als angesagtester Frisiersalon Münchens. Doch das war ganz und gar nicht die Welt der Adelheid Schmidnuss. Jetzt kommt der Satz. Zu einer Zeit, als für die meisten Frauen die Gründung einer Familie und die Führung eines Haushalts als das einzig Erstrebenswerte galt, war das Bestreben der in Sils lebenden Künstlerin Adelheid Schmidnuss ganz ein anderes. Sie ging an die Kunstakademie München und verschrieb sich einem unabhängigen, selbstständigen Leben als freischaffende Künstlerin. Die Akademie in München war ein Ausbildungsmagnet für Tiroler Künstler. Franz von Defrektor, Matthias Schmidt, Alois Gabel, Friedrich Hell, Albin Eckerliens, Eduard Töni, Lea Pulz, Wilhelm Nikolaus Kachensky oder der Zammer Hans Ladner, der noch von 1974 bis 1981 einen Lehrstuhl
dort hatte sie alle Zoges in die bayerische Metropole. Das ist jetzt auch nur ein ganz kleiner Auszug. Zur Erbenrettung dieser Männerwelt, muss ich mal dazu sagen, bereits im 19. Jahrhundert hat es eine Frauenakademie in München gegeben. Allerdings wurde die eher stiefmütterlich behandelt, weil es war so eine Art Kaffeekränzchenmalerei. So wurde das Ganze betrachtet und die echte Kunst war wieder Männer natürlich. Es war eine Männerwelt, auch noch Ende der 15. Jahre. Und die wenigen jungen Frauen an der Akademie wurden belächelt, bestenfalls angelächelt, wenn sie hübsch waren. Ernst genommen wurden sie definitiv nicht. Doch die inzwischen 85-jährige Adelheid Schmidt-Nuss lebte und lebte ihr Künstlersein sehr selbstbewusst mit Leib und Seele und seit 1980 in Zils als Künstlerin und viele Jahre als Galeristin der Galerie Renou. Ja, in der Galerie Theodor von Hörmann geht es weiter mit Vor Kater. Das ist die nächste Ausstellung, die wird dann Ende Mai stattfinden, dann im Herbst. Die erste Ausstellung ist die Susanne Lina und dann wird der Elmar Beintner kommen, weil er feiert auch einen Geburtstag. Aber auch musikalisch wird einiges geboten, habe ich gehört. Auch musikalisch, genau, da möchte ich jetzt ganz gerne eine Veranstaltung ankündigen, weil das wirklich eine Neuheit ist in Imst. Es wird in der Stadtbühne am 8. April organisiert vom Konzertverein gemeinsam mit dem Kulturbüro eine One-Woman-Opera geben mit der Christina Gansch und Klingzeug, also Händel der Spion. Es wird eine Oper sein und eben in der Stadtbühne aufgeführt werden und das ist wirklich was ganz Neues. Und da hoffen wir uns, oder da hoffen wir, dass viele Leute hingehen. Um 19.30 Uhr wird es sein, 8. April. Wir haben jetzt auch vor, das kann ich jetzt vielleicht schon sagen, es wird einen Kulturkalender geben, jeweils vierteljährlich, wo wirklich einmal alle Kulturveranstaltungen, die in Imst stattfinden, einmal drinnen stehen werden. Den wird es auch in Papierform geben, so dass man wirklich was in der Hand hat und dass man wirklich sehen kann, wie viel in Imst eigentlich passiert. Da sind dann auch eben die Veranstaltungen der Stadtbühne, die Veranstaltungen des Artclubs. Wenn man das alles einmal anschaut, nachher werden wir sehen, dass wir eigentlich das ganze Jahr hindurch schon sehr viel Kulturveranstaltungen haben. Und was mir da schon ganz wichtig ist, dass ich mich auch einmal bedanke bei meinen Kolleginnen im Stadt- und Gemeinderat, weil es ist auch nicht selbstverständlich, wie man von anderen Gemeinden gehört haben, dass wir keine Kürzungen des Kulturbudgets haben müssen hinnehmen. Ich meine, wir haben jetzt keine Mittel, großen Mittel zur Verfügung für Umzu- und Neukonzeptionen, Umbauten oder was auch immer, aber wir haben das Budget halten können und da bin ich schon ganz dankbar, weil dann können wir unsere Veranstaltungen wirklich im gewohnten Maß durchführen. Ja, ein herzliches Willkommen beim Triumphshop im FMZ. Heute möchte ich euch unseren neuen Eingang präsentieren, den wir jetzt da gemacht haben, dass die Kunden auch können von hinten gleich schon ins Triumphladele reinkommen. Die Bademode haben wir auch schon erhalten. Heuer wieder ganz schöne Farben mit ein bisschen höheren Hosen, mit Reifen zum Beispiel, einfarbig in grün gehalten. Kann man sehr schön kombinieren, hinten mit einem leichten Orange. Wir haben natürlich auch für die, die was die Reifen nicht mögen oder die Bügel, auch bügellose Bademode mit ein bisschen an schmälerer Hose.
Badeanzug in einem wunderschönen Bordeaux. Hat jetzt auch innen einen Bügel. Bügellos wieder mit einer hohen Hose. Kann man ganz gut tragen. Gerade wenn ein bisschen ein Beichler da ist, kann man das ganz gut mit dem kaschieren. Wir haben natürlich auch sehr schöne Badeanzüge in Farbe oder in Schwarz. Die haben jetzt innen eine kleine Einlage und kann man auch wieder bis zur Größe 48 haben wir es im Haus. Auch von der Firma Calvin Klein haben wir eine Bademode im Haus. Das ist natürlich jetzt wirklich für die Jugendlichen, wo wir die Triangel da haben. Wir haben es in den leichten Animal Print da. Kann man auch ganz gut einfach mit einer schwarzen Hose und einem Oberteil kombinieren. Auch sehr schöne Badeanzüge haben wir vom Calvin Klein. Und oben natürlich wieder im Zebramuster mit einem ganz schönen leuchtenden Gelb. Kommt vorbei, schaut euch die Bademode an. Ja, passend zu der Bademode natürlich auch das Beachwear. Da haben wir ganz schöne Ponchos da in gehäkelten Weiß. Wir haben schöne Strandkleider oder eben auch wenn ich in den Schwimmbad gehe, dass ich gerade über den Badeanzug oder über den Bikini kann ich gerade so ein feines Teil anziehen und brauche ich nicht viel dazu machen. Unglücklicherweise ist meine Baureihe für eine solch vertikale Konstruktion. Ah! Ja, schön. Unser Schicksal wartet. Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten. Was müffelt denn hier so? Bisswash, Gully. Igitt. Fenster hoch! Ich will aber nicht! Kurbel das Fenster hoch! Ich will, dass hochkurbeln! Ich nicht... Ist Pisse! Pisse! Warum heißt es wohl Pisswash? Steckt doch schon im Namen! Ich hab voll im Mund! Eigentlich, wie viele Leute draufgegangen sind? Bei der Suche nach dieser Kammer? Wir haben was, das denen fehlt, Schnuckelchen. Okay. Und was? Massive Probleme. Gleich regnet's hier! Deine Körperteile! Was habe ich dir gesagt? Minimale Explosion! Ich sagte null Explosion! Flug, ihr Vögel! Meine ist viel größer. Was soll das? Ich brauche deine Waffe! Kannst mich auch einfach fragen. Sowas wie dich gibt es nur einmal. Du bist was Besonderes. Oh oh. Leg sie alle um. Bei dem schief. Ich entsorge überflüssiges Blei. Ich kann's nicht ausdrücken, wenn ihr mich so anlasst. Ach, mir Puppe. Ich schaff das. Ich krieg's in den Griff. Was wird schon? Warten wir echt, bis das ein Ende nimmt? Ja, komm ruhig weiter. Na, sieh an, sieh an. Sie ist perfekt dafür, ich versprech's. Hat sie dich überhaupt gesehen? Sie war kurz davor.
Was soll das werden? Hör auf damit! Hi! Oh Gott. Das ist so aufregend! Was läuft hier? Vollkommen berechtigte Frage angesichts. Ich bin ein If. Gecheckt. Imaginärer Freund. Unsere Kinder sind jetzt erwachsen. Deshalb brauchen wir neue. Du könntest uns alle retten. Wen genau? Und sag nicht die Ifs. Lass es ihn lieber sagen, sonst explodiert gleich sein Kopf. Bitte. Ifs. Dankeschön. Bist du bereit? Keiner weiß, wer heute hinter dieser Tür lauert. Wir müssen ihnen helfen. Ja, müssen wir. Ich sag's nicht nochmal. Zieh dir eine Hose an, sonst drehen hier alle durch. Ins Auge. Welches meinst du? Du weißt genau, welches ich meine. Danke, dass ihr das macht. Das bedeutet mir echt viel. Jetzt sind sie dann heiß genug, oder? Die Stacheln waren jetzt bereit. Und was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich das Bier. Ich sag, wir nehmen heim dazu das Goldspezial Dunkel mit 14 Grad Stammwürze. Und es ist eben optimal geeignet, wegen dem Restmalzzucker, der was im Bier ist. Das darf ich dir mal einschenken. Wichtig ist auch, wenn man stachelt, dass man halb voll macht und nicht zu viel Schaum. So, jetzt nehmen wir uns den Stachel. Der ist jetzt heiß genug. Und jetzt ist wichtig, nur ganz kurz ins Bier für wenige Sekunden. Vielleicht im Kreis. Und sobald es zu viel Schaum wird, aus und wieder beiseite legen. Okay. Kann ich das jetzt auch mal probieren? Bitte, gerne. Super, und das war's jetzt, oder? Jetzt kommt natürlich das Wichtigste, das Trinken. Also, wenn man jetzt das Glas nimmt, merkt man sofort, das Bier ist immer noch sehr kalt und der Schaum hat eine angenehme Wärme jetzt. Er ist schon sehr viel dicker und wenn man da mal dann riecht, dann riechst du das so richtig malziges, so typischer Biergeruch an. Die Süße, wie gesagt, ein bisschen erinnert es an Zuckerwatte. Und wenn man es jetzt trinkt, merkt man auch die feine Wärme vom Schaum und dann kann man das kalte Bier trinken. Ja, dann zum Wohl. Zum Wohle. Super. Und wie kommt man jetzt dazu, dass man sowas selber mal erlebt und selber machen kann? Also die Bierstachelführungen. Die werden wir demnächst dann online rausschreiben, also die Termine. Und werden wir demnächst die erste Führung machen. Und in den Stachelführungen geben wir ein bisschen mehr in die Geschichte des Bieres ein, also in die Braukunst, aber auch die Tradition des Biertrinkens, wo eben diese Stacheln sich anbietet. Wir lernen mehr über Tradition vom Bier. Und in dieser zweistündigen Führung geben wir dann auch Zwickeln und dann abschließend geben wir Stacheln. Und jeder kann das dann auch mal selber machen, oder? Das ist von daheim geeignet. Wenn man jetzt keinen Stachel zur Verfügung hat, dort so einen Eisenstab und zu besonderen Anlässen das einmal für daheim vorzeigen, was man da auf Starkenberg so alles mitbekommen hat. Typisches Starkenberger Bier ist Lagerbier. Und die meisten verbinden natürlich Starkenberg hauptsächlich mit dem Lagerbier, vielleicht noch mit dem Märzenbier. Aber wir haben mehr Biere. Das heißt, es ist eine breite Bandpalette. Wir haben filtrierte Biere, unfiltrierte, helle, dunkle, starke, leichte Biere. Und das alles ist Starkenberg. Und deswegen möchten wir im heurigen Jahr
mit unserem besten Werbeträger da, muss ich sagen. Mit OTV möchten wir und die Biere des Monats machen. Da gibt es jedes Monat dazu eine spezielle Aktion. Und wir möchten einfach, dass die verschiedenen Sorten von Starkenberger Bieren bekannter werden. Ich weiß, dass wir es schon öfter erwähnt haben und öfter erklärt haben, aber mir gefällt das Thema. Die Bezeichnung der klassischen Biere, die haben ja Begründung. Lagerbier und Märzenbier. Warum heißen die so, wie sie heißen? Ja, im Grunde genommen ist es eine Gesetzgebung, warum sie so heißen. Aber wenn wir jetzt hernehmen, zum Beispiel das Märzenbier, das war das letzte Bier, das man also im März noch gebraut hat. Nachher ist es zu warm geworden, oder? Dann hat man kein untergäriges Bier mehr machen können. Und nachher war es also das Märzenbier, das letzte Bier. Lagerbier ist typisch für ein untergäriges Bier. Und das kommt wirklich ganz simpel daher, das hat man gut lagern können. Wenn ihr zum Beispiel nach England fahrt und auf einem Bier drauf steht und hinten drauf Lagerbier, dann kann man sich sicher sein, dass es ein untergäriges Bier ist zum Beispiel. Was bedeutet das untergärig, obergärig? Ganz kurz gesagt, aber vielleicht kommt es mal bei der Führung vorbei, es sind andere Hefen. Es gibt viele Hefen. Unter den Hefen gibt es die Brauereihefen und bei den Brauereihefen gibt es wieder die zwei großen Unterschiede zwischen untergärig und obergärig. Der Unterschied ist in der Gärtemperatur, in der Gärdauer und untergärig deswegen, weil sich die Hefen am Boden absetzen und obergärig, weil sie oben aufschwimmen. Ganz einfach erklärt, die alten Biere, sprich also von der Zeit her die alten Biere, waren also obergärige Biere. Die dauern so 2 bis 3 Tage in der Gärung und durch eine Mutation sind wahrscheinlich untergärige Biere entstanden. Und die hat man deswegen nachher lieber gemacht, weil man die besser lagern hat können. Aber man sieht schon, das Bier brauen ist eine Wissenschaft und das Bier trinken, das ist mittlerweile Kultur geworden. Wir haben jetzt verschiedene Arten des Zelebrierens von Biertrinken gesehen. Das Bier wird wirklich auch als Kultur betrachtet. Ja, es ist also ein gewisser Trend natürlich auch da, der was die verschiedenen Biere trinken, probieren, verkosten. Es gibt Biersommeliers, es gibt das Bierzwickeln oder auch das Bierstacheln zum Beispiel. Und da kommen einfach die verschiedenen Aromen des Biers besser zu tragen. Und die Unterscheidung vom Bier ist also mehr als wie ein großes und ein kleines Bier. Und wer dieses Bier wirklich hautnah erleben will, der ist bei denen auf Starkenberg da richtig. Ja, es gibt bei uns einmal alle Sorten von Starkenberger Bier. Das heißt, viele Biere sind wirklich nur in der Gastronomie oder nur bei uns auf Starkenberg erhältlich. Und wer alle Biere durchprobieren will, dann bieten wir verschiedene Bierführungen an. Und das sind verschiedene Bierführungen, also von der traditionellen, einfachen Bierführung, wo es einfach um die Bierverkostung geht, bis zur Bierführung, wo Bier gezwickelt wird. Und ganz neu im Programm ist eine Bierführung wirklich für Bierliebhaber, für Bierkenner und Bier, die es werden wollen, wo wir also zwickeln und stacheln, wo wir die Leute probieren lassen, was auch aus Bier als gemacht werden kann, wie zum Beispiel ein Bieressig oder ein Biersenf. Ihr habt verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Sommers, beziehungsweise ihr habt verschiedene Termine im Laufe des Sommers. Wen gärten der Biermythos zum Beispiel auf? Wir haben schon also verschiedene Termine. Hauptpunkt ist bin sicher der Wendepunkt zwischen Sommer und Winter ist der 1. Mai. Mit 1. Mai eröffnen wir den Biermythos. Mit 1. Mai haben wir nachher wieder jeden Tag geöffnet. Auch samstags, sonntags und feiertags immer von 10 bis 17 Uhr. Haben Sie es gesehen? Wir haben versucht, am vergangenen Samstag das erste Heimspiel des SC Imst live zu übertragen. Zwar gab es noch etwas Startschwierigkeiten, aber das Ganze war auch als Test gedacht. Und so gilt die Devise, es kann nur besser werden. Hier ein paar Ausschnitte. What? Ja, die Winterpause ist vorbei und der SC Sparkasse Imst startet mit dem ersten Heimspiel gegen den FC Dinsgausalfelden in die Rückrunde. Zuvor gab es noch ein Auswärtsspiel beim Dornbirner SV, das man mit 3:0 gewann. Am Anfang ist die Imster aktiver. Hier gleich Brandl mit dem ersten Freistoß, erste gefährliche Situation. 8. Spielminute, der Ball geht weit drüber. Auch die Pinzgauer versteckten sich anfangs nicht, kommen aber nicht zu zählbaren
Chancen. Da ein toller Pass von Brandl für Lorenz in die Spitze. Der ist schon im Fünfer, macht den Haken nach innen. Beste Chance bis dato mit dem linken Fuß, aber abgewehrt vom Pinsker-Goalie. Dann wieder ein Einwurf der Imster von der linken Seite. Der ganz aktive und sehr gut spielende Luis Marberger mit der nächsten Chance. Zieht links am Pfosten vorbei mit der linken Schleuder. Pinzgau nur vereinzelt mit tiefen Pässen, die dann nicht ankommen. Also eher ungefährlich, ist ja in der Tabelle in der Regionalliga West auf dem zweiten Platz. Dann ein hoher Ball nach vorn, ein Zweikampf im Mittelfeld und dann ja ein Handspiel von Moser, das sich rächen kann. Denn Philipp Zehntmeier schweißt den Ball hier aus 40 Metern Vollgas unter die Kante. Tolles Tor der Auswärtsgäste, erster Schuss aufs Tor der Auswärtsgäste. Philipp Zehntmeier mit der Nummer 10. Ja, da kann man nur gratulieren. Bonholzer chancenlos und damit 0:1 in der 12. Minute. Nächste gefährliche Situation, diesmal wieder eine Standardsituation. Philipp Zehntmeier tritt an, Kombination und Jobelwitsch blockt hier fantastisch und die Imster kann ihn klären. Immer mehr Spielanteile für die Roten in der Valley Arena. Die Imster pressen weiter. Dieser mit Lorenz und Schneebauer. Pinzgau verliert den Ball. Lorenz wieder am Ball mit dem schnellen Pass auf Brandl, der mit dem Haken nach innen und 1:1. 22. Spielminute. Brandl gleicht aus in unnachahmlicher Manier. Wir sehen uns das Ganze gleich nochmal in Zeitlupe an. Tolles Tor und davor natürlich tolle Arbeit der Offensivabteilung mit dem Pressing. Unter anderem mit Lorenz und Schneebauer. Hier nochmal der herrliche Pass. Schneebauer, jetzt versetzt Brandl den Innenverteidiger und netzt ins kurze Eck ein. Bravo, also tolle Aktion. 1:1 nach 22 Spielminuten. Einen Zuckerpass unserer Nummer 1. Pinzgau versucht es jetzt wieder ein bisschen, aber im Großen und Ganzen bleibt Imst die gefährlichere Mannschaft in der Anfangsphase und in der ersten Halbzeit, auch mit Eckbällen wie diesen von Kofler. Da ist nochmal Moser. Nächste Standardsituation, Brandl. Moser mit dem Abschluss. Aber weiter das Tor. Wieder Brandl, der Aktivposten in der ersten Halbzeit. Versucht es mit einem Übersteiger und dann dem gefährlichen Ball durch die Beine des Innenverteidigers. Toll gemacht. Kofler wieder mit der nächsten Aktion. Bringt den Ball gefährlich zur Mitte. Brandl auf Moser und Moser zieht ab. Tolles Kombinationsspiel der Imster in der 35. Spielminute. Dann kommt der Ball wieder hoch in den 16 nach einer Ecke der Imster. Ein Gestocher. Nochmal der Chipball von Moser. Ja, und da wird Lorenz im 16-Meter-Raum gefällt. Die Pinzgauer reklamieren natürlich, aber man sieht es hier, geht ganz klar die Hand raus. Lorenz wird gestoppt. Und wer tritt zum Elfmeter an? Natürlich mit der Nummer 10, René Brandl. Trifft nicht direkt, aber im Nachschuss setzt er das 2:1 fix rein. Und damit führt der SC Sparkasse Imst 1933 verdient. In der 40. Spielminute mit dem Elfmeter von René Brandl. Und damit bleibt es auch bei der 2:1 Führung des SC Sparkasse Imst gegen den FC Pinzgau Saalfelden zur Pause. Ja, die Imster kontrollieren das Spiel, haben eigentlich alles im Griff. Da ist Marberger auf Brandl, der dreht sich schon wieder, geht in den Strafraum und jawohl, das nächste Tor von René Brandl, der Dreierpack ist geschnürt. 48. Spielminute, René Brandl gleich nach der Pause, macht da einen drauf
und die Führung des SC Sparkasse Imst zum 3:1. Herrlich gemacht. Wird hier angespielt, dreht sich um den Verteidiger, der nächste Haken in den 16er und dann ein staubtrockener Abschluss mit der rechten Schleuder. Aber die Pinzgauer lassen sich nicht gehen. Sie spielen weiter und sind vor allem über Standards, wie hier über Zehntmeier, wieder gefährlich. Dann eine Flut von Freistößen für die Blauen. Immer wieder gefährliche Situationen mitten im Strafraum der Roten. Aber meistens geht das Ganze glimpflich aus. Man hat dann auch noch Chancen auf das 4:1. Hier Brandl bekommt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Schneebauer auf der rechten Seite dribbelt ein. Versucht es mit der linken Schleuder, wird abgeblockt. Ja, solche oder solch ähnliche Chancen gab es für den SC Imst auch in der zweiten Halbzeit. Dann ein ganz böses Foul hier eines Pinzgauers gegen Luis Zimmerschied. Und da gibt es natürlich auch Gelb. Etwas robuster wird die ganze zweite Halbzeit gespielt, aber die Imster kommen zu Top-Chancen, wieder durch eine Standardsituation von Kofler auf Auböck. Kofler diesmal von der anderen Seite. Ja, und da wäre es gewesen, das 4:1, aber das Schiedsrichterin gibt das Foul von Lorenz, einem Innenverteidiger. Stürmerfoul. Nächste Aktion über die rechte Seite. Da ist jetzt der eingewechselte Jamnik, versucht, wird abgeblockt, knapp am Tor vorbei. Und dann ging's los. In der 78. Spielminute trifft nach dem 5. oder 6. Torschuss der Pinzgauer ein Brasilianer, Messias Reinaldo Teixeira Gabriel, der hier zum 2:3 verkürzt und das in der 79. Spielminute. Also jetzt haben es die Imster etwas vertan, hier die Führung ganz staubtrocken rüber zu spielen, denn sie haben nicht mit dem Brasilianer gerechnet. Und dann gibt es auch weitere hohe Bälle in den 16er, die immer wieder gefährlich werden für die Abwehr der Imster. Jetzt viel mehr Spielanteile für Pinzgau, hier kurz abgelegt und da ist er schon wieder. Dieser Brasilianer trifft zum 3:3 in der 88. Spielminute. Gabriel Messias Reinaldo Teixeira macht hier den Nachmittag der Imster madig. Es gibt auch eine Chance, kurz in der Nachspielzeit von Auböck, aber leider bleibt es beim 3:3 und bei den eingerechneten 3 Punkten, das so gut ausgesehen hat nach der 3:1 Führung. Tja, aber das nächste Spiel kommt bestimmt, in dem Fall das Derby gegen die SPG Süd-Smürz am Freitag, den 29.03. Und das nächste Heimspiel findet am 6.04. um 17 Uhr gegen den SC Iglo Schwarz statt. Der SC Sparkasse Imst freut sich auf Ihren Besuch in der Velia Arena. Das war sie, unsere Ostersendung 2024. Ob sie Ihnen gefallen hat oder nicht, das können Sie uns sehr gerne unter der eingeblendeten Adresse sagen. Diese Woche gibt's leider keine Marktenderei. Wir haben Karfreitag und da gehen wir übers Bergel. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch!